Heute im Alltagstest der SUV-Gigant von Mercedes, der GLS. Mit der Veränderung der Nomenklatur wurde aus dem Mercedes-SUV-Flaggschiff, dem GL, nun der GLS. Und es ist und bleibt ein Riesenbrocken. Er gehört eigentlich nicht so richtig nach Europa, denn er ist eigentlich für den amerikanischen Markt gemacht und dort wird er auch gebaut. Wir fuhren hier den 350er Diesel, den D350. Und man muss sagen, mit 258 PS ist das Fahrzeug hier absolut perfekt motorisiert. Das Fahrzeug gibt es in der Grundausstattung schon für 75.000 Euro. Man kann aber auch ein bisschen mehr haben, nämlich fast 600 PS mit der AMG-Version, mit dem 63er Motor. GLS 63 heißt er dann. Und dann kostet er auch schon deutlich über 135.000 Euro. Insgesamt ist das Fahrzeug faszinierend. Es ist, wie gesagt, ein Riesenbrocken. Er fährt auch so, er ist sehr schwer, aber er hat auch einiges zu bieten. Er ist ein Siebensitzer und er bietet nicht nur viel Raum, sondern auch eben viel Transportmöglichkeiten. Kleiner Einwand dazu, es ist erstaunlich, wenn es sehr heiß ist, wie schwer es der Wagen hat, das Fahrzeug zu klimatisieren. Und dann wird es auch laut und dann macht die Bang & Olufsen-Anlage drin, die sonst für einen sehr guten Sound steht, nicht viel Sinn, denn man hört ohnehin nichts mehr. Erstaunlich, dass die Amerikaner damit kein Problem haben, denn dort ist es häufig sehr heiß und der Wagen ist natürlich für Amerika gemacht. Wenn allerdings in Europa jemand ein wirklich großes Fahrzeug benötigt, zu einem attraktiven Preis und mit einer sehr guten Qualität, dann macht er bei dem GLS nicht viel falsch. Das überarbeitete Spitzenmodell der Mercedes-SUV-Palette mit dem Stern wartet mit einer geänderten Front und neuen Scheinwerfern auf. Der mächtige Grill gebietet Respekt. Haube und Schürze sind stärker akzentuiert als beim Vorgänger. Die optionale AMG-Designversion des Testwagens zeigt sich kraftvoll und markant. Die dominanten Fahrzeugdimensionen werden besonders durch die Front eindrucksvoll betont. Alle Gestaltungselemente unterstützen optisch die Performance und den sportlich luxuriösen Stil des Fahrzeugs. Aus dem GL wurde nach der rund erneuerten Markennomenklatur nun ein GLS. Das war logisch. Aus dem Klein-SUV der A-Klasse wurde der GLA. Analog dazu heißt das nächstgrößere Fahrzeug passend zur C-Baureihe also GLC. Aus dem ML wurde der GLE und der GL wurde zum GLS. Passend zu den Dimensionen der S-Klasse. Nur die heilige Kuh, die G-Klasse, darf nach nun 37 Jahren auch weiterhin so heißen. Das Konzept des GLS blieb unverändert. Gediegener Luxus paart sich mit vollständiger Geländeausstattung und statt eines Crossover-Hochdach-Kombis gibt es Offroad-Technik vom Feinsten. Der 350D Diesel ist ein aus vielen anderen Modellen gewohnter Bekannter und ein absolutes Sahnestück. Dieser Einstiegsmotor leistet 258 PS, verfügt über 620 Newtonmeter Drehmoment und wirkt nie wirklich untermotorisiert. Bei der Reisefahrt verbraucht der GLS 350D zwar etwas mehr als im Prospekt angegeben, aber wer erwartet schon tatsächlich, dass ein 2,5 Tonner nur 7,6 Liter konsumiert? Die von uns auf der Autobahn bei konstant 130 km/h ermittelten 10,1 Liter sind trotzdem ein Spitzenwert. Alle GLS-Modelle haben nun eine 9-Stufen-Automatik an Bord und zudem eine Luftfederung. Diese erhöht die Bodenfreiheit auf 306 mm. Eine variable Dämpferverstellung soll dafür sorgen, dass der schwäbische Gigant amerikanischer Bauart bei flotterer Fahrweise straff genug auf dem Asphalt liegt. Im neuen Geländefahrprogramm Offroad Plus kraxelt der Wagen mit Geländeunterstützung und einer zentralen Differentialsperre über Stock und Stein. Diese besondere Offroad-Tauglichkeit muss aber gegen Aufpreis geordert werden. Zu den Assistenzsystemen gehören eine aufpreispflichtige Internetverbindung und viele aus der S-Klasse bekannte Helferlein sowie LED-Scheinwerfer. Überhaupt dürften diese Helferlein und elektrische Stellmotoren einen ordentlichen Teil zu den 2455 Kilogramm beigetragen haben, die das Testauto auf die Waage brachte. Auch die zweite Sitzreihe wird per Tastendruck in Bewegung gebracht, ebenso die Heckklappe, die Zuziehautomatik für die Türen, Lehnen, Kopfstützen und vieles mehr. Sehr positiv macht sich der Faltmechanismus für die Plätze der zweiten Reihe bemerkbar.
Dank dieser Idee sind die Sitze 6 und 7 sehr einfach erreichbar. Den Passagieren dort steht eine Gesamtbreite von 1,05 Meter zur Verfügung, sodass auch dort bequem gereist werden kann. Die Beinfreiheit kann sich durchaus sehen lassen. Die Zuladung ist ohnehin konkurrenzlos, besonders wenn die dritte Sitzreihe nicht benötigt wird oder gar noch weniger Sitzplätze. Der neue GLS entspricht voll dem neuen Trend zu riesigen SUVs der Spitzenklasse wie Range Rover oder Bentley Bentayga. Nicht umsonst werden in den nächsten Jahren noch einige solcher Modelle nachgelegt. Dabei ist der GL schon lange im Business, nicht so lange wie der Urvater Range Rover, aber immerhin. Vielseitigkeit, Platzangebot, Offroad-Qualitäten und Komfort – alles im Übermaß, auch beim GLS vorhanden. Ernstzunehmende Schwächen sucht man vergebens.